Mit zarten 20 begann sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester in der Pflege. 15 Jahre später konnte sie ihre Leidenschaft für Qualität, Zahlen und Strukturen als Leiterin der Personal- und Finanzverwaltung eines Altenheims voll ausleben. Wer die Frohnatur persönlich kennenlernt, denkt im Traum nicht daran, eine Expertin für Qualitätsmanagement vor sich zu haben. Sie macht Zahlen und Daten lebendig umsetzbar. Wenn sie jetzt als selbstständige Beraterin Unternehmen dabei unterstützt, QM-Systeme einzuführen und Abläufe zu optimieren, tut sie das, damit mehr Zeit für Pflegekunden und Mitarbeiter zur Verfügung steht. Ihr Motto lautet: Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Es muss aber anders werden, damit es besser wird. Sie ist immer wieder gern gesehener Gast im Podcast Pflegeambulant und gibt künftig ihr Wissen auch als Webinar-Expertin weiter. Herzlich willkommen, Bettina Schaser. Hallo, liebe Claudia. Hallo, liebe Zuhörer. Claudia, vielen, vielen Dank für das liebe Intro, für die tolle Vorstellung. Ganz gerne. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir kennen uns ja auch schon länger und wir haben uns, ich weiß gar nicht, vor wie langer Zeit zufällig kennengelernt und sind in Kontakt geblieben. Das ist heutzutage ja auch nicht so üblich oder so häufig, oder? Das ist gar nicht üblich und ich finde es einfach ganz klasse, mit dir gemeinsam immer wieder mal auch Dinge zu entwickeln, mit dir Dinge gemeinsam zu machen, bereichert mich absolut. Vielen Dank dafür. Danke, das Kompliment der Bereicherung gebe ich gerne zurück. Bettina, wir haben heute drei Themen. Wir haben letztes Jahr, April, glaube ich, war es, haben wir im Podcast darüber gesprochen, die DSGVO kommt. Heute wollen wir darüber reden, was ist denn ein Jahr später im ambulanten Pflegedienst mit der DSGVO passiert. Unser zweites Thema ist ja eins deiner neuen Projekte, nämlich ein Management-Tool, was die Arbeit im ambulanten Pflegedienst leichter machen soll. Und unser drittes Thema ist, dass du schon mal ein ganz klein wenig das Geheimnis lüftest in deinem ersten Webinar. Und zwar ist das ja das Thema, der MDK kommt. Genau. Was kann man machen, außer dann in hektische Betriebsamkeit auszubrechen? Da wollen wir dann am Ende so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken. Aber lass uns zuerst mal anfangen mit dem super begeisternden, in Anführungsstrichen, Thema. Ein Jahr DSGVO. Ja. Ja, es ist wirklich ja fast genau ein Jahr her. Im Mai 2018 schwappte ja diese große Panikwelle über alle Unternehmen, auch im Bereich der Pflege. Oh, DSGVO wird ganz schwierig, wir müssen ganz viele Sachen machen. Keiner wusste genau, was kommt denn. Und eigentlich hatte auch keiner Lust, was zu machen. Das muss man auch so sehen. Kann ich super gut nachvollziehen. Ja, war auch, es ist auch heute immer noch nicht überall angekommen, das muss man leider auch so sagen. Okay. Viele machen ihre Augen noch zu und denken, naja, komm, passiert schon nichts, Augen zu und durch. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist es nicht so schlimm gekommen, wie man vermutet hat. Okay. Es gab ja so die Panikmache, wie du gerade gesagt hast, da warten schon die Abmahnanwälte, die stehen in den Startlöchern. Aber auch der Wettbewerbspflegedienst von nebenan hat ja auch durchaus die ein oder andere Möglichkeit gehabt, seinem Konkurrenten eins auszuwischen. Was weißt du, was ist passiert darüber? Hat es das gegeben? Ja, es hat schon auch was gegeben. Also die Abmahnwelle in der Größe, in dem Ausmaß ist nicht gekommen, Gott sei Dank. Aber es hat schon auch konsequentes Durchgreifen der Behörden gegeben. Oh, erzähl mal, was heißt das? Es gibt tatsächlich Geldstrafen, die gezahlt werden mussten. Von ambulanten Pflegediensten? Ambulante Pflegedienste, Gesundheitswesen. Da gibt es ganz viele. Okay. Ich habe mal so ein paar aufgeschrieben. Mhm. Es hat 20.000 Euro Strafe gegeben, weil eine E-Mail-Verschlüsselung fehlte. Oh. Eigentlich ganz einfach zu haben, aber die fehlte und es hat 20.000 Euro Strafe gegeben. Okay. Es hat 80.000 Euro Strafe gegeben, weil Patientendaten im Internet sichtbar waren. Ah, wie kann das denn passieren? Zum Beispiel, weil ich mein Handy für Dienstzwecke auch benutze und da nicht sauber arbeite.
dass jemand, in dem konkreten Falle war es so, dass jemand Daten auf den Stick geladen hat und hat die halt im Internet hochgeladen. Und dann hat es noch, und das finde ich am erstaunlichsten, also man sagt ja immer, kleine Unternehmen brauchen keinen Datenschutzbeauftragten, da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Aber es hat 5.000 Euro Strafe gegeben für ein Zwei-Mann, für eine Zwei-Mann-Firma, die einfach ihr Datenschutzsystem nicht vernünftig aufgebaut hatte. Ah ja, aber ich denke, war das nicht so, dass Unternehmen aus dem Gesundheitswesen immer einen Datenschutzbeauftragten brauchen? Ab 10 Personen. Also früher war das wirklich so, dass jeder im Gesundheitswesen einen Datenschutzbeauftragten brauchte. Mhm. Ab 10 Personen brauchte man jetzt einen, das muss ich jetzt schon so sagen. Aber letztendlich müssen die Datenschutzauflagen ja erfüllt werden. Ob es jetzt einen Beauftragten gibt oder nicht, am Ende des Tages müssen die Sachen stimmen. Ja. Und unsere Bundesregierung hat ja sich jetzt groß damit hervorgetan, dass sie gesagt hat, wir entschärfen den Datenschutz. Ja. Kriege ich auch ganz aufgeregte Anrufe. Oh, was passiert jetzt? Ja, passiert ist eigentlich gar nichts. Passiert ist nur, dass man jetzt erst ab 20 Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten braucht. Und das Bundesamt für Informationssicherheit hat jetzt noch mehr Rechte auf Daten zuzugreifen. Das heißt, eigentlich sind die Nutzerdaten beschränkt worden. Okay. Hört sich jetzt noch nicht viel Erleichterung an, oder? Ist keine Erleichterung. Nee. Ist keine Erleichterung. Ob ich jetzt 10 Leute beschäftige oder 20, ich muss mich einfach um den Datenschutz kümmern. Mhm. Wie ich es dann organisiere, ist einfach eine Frage. Ja. Das heißt, das Unternehmen, was ein Zwei-Mann-Unternehmen war und 5.000 Euro zahlen musste, die hatten dann aber auch mit den Daten irgendein Problem, oder? Oder nur, weil sie keinen Datenschutzbeauftragten? Nein, die brauchten ja keinen Datenschutzbeauftragten. Die haben einfach keine Liste gehabt, kein Formular gehabt, wo drin stand, mit welchen Firmen tauschen wir Daten aus. Ah, okay. Das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ja. Also es fehlte halt die Liste, der Steuerberater kriegt Informationen, die Krankenkasse kriegt Informationen. Das Abrechnungs... Abrechnungsstelle. Okay. Mensch, Mensch, und wie kam dann die Prüfbehörde dazu, genau die zu prüfen? Weißt du das? Ja, also was man festgestellt hat, ist, dass sich in den letzten Jahren, also im letzten Jahr, 3.643 Bürgerbeschwerden gegeben hat. Ah, eine Steigerung von, nur eben gerade mal auf meinen schlauen Zettel gucken, 160%. Puh. Das heißt, die waren generell irgendwie wahrscheinlich unzufrieden und haben dann... Ja, oder die sind einfach sensibler gemacht worden. Mhm. Über die Datenschutzthematik sind die Mitbürger einfach sensibler für Datenschutz, für ihre eigenen Daten. Gut. Dann hau doch noch mal kurz raus... was muss denn auf jeden Fall dringend passieren, wenn ich mich als ambulanter Pflegedienst bis jetzt noch gar nicht oder sehr nachlässig mit der DSGVO beschäftigt habe? Vorher würde ich dir gerne einfach noch sagen, das waren jetzt einfach mal die Sachen, die von den Diensten gekommen sind. Aber was eben auch passiert, und das finde ich eigentlich erschreckend, ist, dass Pflegedienst A den Pflegedienst B oder über einen Anwalt den Pflegedienst B anzeigt, weil zum Beispiel die Facebook-Datenschutzerklärung nicht funktioniert. Ah, also gibt es das wohl. Das gibt es wohl und das kommt immer mehr. Ach ja? Ja, also ich habe jetzt von 3 Unternehmen in den letzten 3 Monaten gehört. Aha. Und das Problem ist ja nicht die 5.000 Euro, die da vielleicht gefordert werden, sondern dass dann eben auch die Datenschutzbehörde aufmerksam wird und die dann anfangen zu prüfen. Ne? Ah, okay. Ups. Also ist das schon auch ein Thema, wovor du letztes Jahr schon gewarnt hast. Mhm. Der Wettbewerb hat die Möglichkeit, mich anzuschwärzen. Genau. Mhm. Entweder über einen Anwalt, das ist ja auch das Geringste, oder eben über die Behörde. Okay, gut. Mhm. Okay, jetzt die Frage. Jetzt die Frage. Was sind die 3 wichtigen Punkte? Was muss ich tun? Also ich habe jetzt noch mal eine ganze Liste an Punkten aufgeschrieben. Die würde ich dir auch gerne zur Verfügung stellen, dass du die mit an den Podcast hängen kannst. Mhm.
Also die wollen tatsächlich wissen, sind alle Verarbeitungstätigkeiten erfasst? Das muss man auf jeden Fall machen. Also ich muss zusammenschreiben, bei welchen Vorgängen im Unternehmen sammle ich Daten. Mhm. Und das ist im Pflegebereich relativ viel. Das ist die Aufnahme, das ist die Pflege an sich, das sind die ganzen Meldungen, die an die unterschiedlichsten Behörden und Institutionen gehen. Mhm. Da muss man wirklich gucken. Was auch wichtig ist, dass man sich so ein internes Datenschutzkonzept überlegt, mhm. die Mitarbeiter dafür sensibilisiert, wo gehen die mit Personendaten um, wo lassen die liegen? Genau. Und wo, wenn die zum Beispiel irgendwo rauskommen, sie schreiben sich mal eben einen Namen auf den Zettel, mhm. und wo landet der Zettel? Mhm. Werden die ganzen Akten, die ganzen Berichtsblätter, alles, was so im Laufe des Tages abgeschrieben wird, vernünftig abgeschlossen? Sind die Schreibtische abends leer? Was passiert mit dem Handy? Dürfen unsere Mitarbeiter private Handys in der Firma nutzen oder Firmenhandys privat nutzen? Was ist mit der Nutzung von WhatsApp und so Geschichten? Also WhatsApp ist ja gar nicht gut, ne? WhatsApp ist gar nicht gut, nein. Also es ist einfach so, dass WhatsApp alle Daten, wenn du eine WhatsApp schickst, schickt es deine ganzen Handydaten mit raus und eben auch alle Sachen, die da drauf sind. Das ist was man wirklich nicht tun sollte. Also lieber um eine Alternative kümmern für die interne Kommunikation über Pflegekunden und Angehörige. Genau. Um eine Alternative kümmern. Wir haben so viele Messenger-Möglichkeiten, da wird eine mehr jetzt auch nicht mehr den Kohl festmachen. Genau. Oder? Ja, es gibt auch, in Köln sitzen die, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ich glaube Quickly oder so heißen die. Ja. Die machen auch so eine Plattform, so ähnlich wie Facebook. Also da kann man diese ganzen internen Geschichten alle darüber abbilden. Ja, es gibt ja schon viel. Es gibt noch viele andere Sachen. Ja, man muss halt nur die Bequemlichkeit überwinden und sagen, kommt, unsere interne Kommunikation findet auf einem internen Tool statt. Punkt. Genau. Ja. Und wenn man es dann über private Handys oder über Firmenhandys macht, die müssen auf jeden Fall auch passwortgeschützt sein, damit, wenn man es zu Hause rumliegen hat, nicht jeder dran gucken kann oder wenn es geklaut wird, dass man nicht direkt auf die Daten zugreifen kann. Okay. Und was hast du gerade erzählt als Beispiel? Wenn man in Facebook unterwegs ist als Pflegedienst, dann auf jeden Fall da auch die Datenschutzerklärung sauber machen. Genau, da gibt es ja die Sabrina Käsehauf, die hat ja ganz tolle Sachen gemacht und die hat auch eine ganz tolle Erklärung für den Facebook-Datenschutz gemacht. Ja. Ich glaube, die ist immer noch frei zugänglich, diese Erklärung, und die muss man wirklich einfach da einfügen. Ich verlinke sie. Die habe ich nämlich auch bei mir in Facebook eingebastelt. Genau, ich auch. Und da gab es nämlich, vor ein paar Wochen gab es eine Neuerung. Da hieß es nochmal überprüfen und ein bisschen verändern. Aber das ist echt eine gute Adresse, finde ich. Ja. Und die 10 Punkte, die du aufgeschrieben hast, die man jetzt auf jeden Fall, wenn nicht schon gemacht, auf jeden Fall in eine für sich passende Reihenfolge bringen und dann verflixt nochmal abarbeiten. So ist es. Oder sich halt einen externen Datenschutzbeauftragten einkaufen. Genau, auch also, das geht natürlich. Klar. Ja, das ist jetzt kein Spoiler-Alarm. Ich weiß, dass du das auch machst. Ja, aber alles gut. Ja, es gibt eben. Man muss einfach überlegen, was ist es mir wert? Ja. Investiere ich jetzt mal gerade in einen Beauftragten, wo ich die Sicherheit habe, ich muss mich gar nicht mehr kümmern? Mhm. Oder versuche ich das als Pflegedienstleitung immer noch selber zu machen? Mhm. Weil als Eigentümer darf ich es immer noch nicht. Als Inhaber einer Firma darf ich, wenn ich einen Datenschutzbeauftragten brauche, nicht selber der Datenschutzbeauftragte sein. Naja, aber letztendlich verantwortlich. Und der die Knete zahlen muss, ist der Geschäftsführer. Ist immer der Geschäftsführer. Und deswegen müsste der auch die Entscheidung treffen, qualifiziere ich jetzt Menschen intern oder packe ich mir das Thema vom Bein? Ist ja genauso wie mit der Steuerberatung. Und es gibt ja auch total viele, die eben mit Zahlen, Daten und Fakten echt nicht so viel zu tun haben. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich zum Beispiel. Also wenn man sonst an gar nichts hat, muss man auf jeden Fall, ich sehe das jetzt gerade noch auf meinem schlauen Zettel, einen Prozess sich überlegen, was passiert, wenn wir wirklich mal eine Datenschutzverletzung haben. Okay. Weil die muss ja
gemeldet werden. Zum einen müssen erstmal die Mitarbeiter sensibilisiert werden, okay, da könnte was sein. Ja. Und zum anderen muss ich dann, wenn es dann so ist, wissen, wie ich damit umzugehen. Super wichtig. Ich habe nämlich bestimmt schon 5-mal eine Information bekommen von einem externen Dienstleister, die mich nämlich darüber informiert haben, dass bei denen eine Datenpanne passiert ist. Mhm. Und ab dann, also muss ich nämlich überlegen, hat das Auswirkungen auf meine Kundendaten? Genau. Also nicht nur, wenn ich mein Handy verliere, ist das eine Datenpanne, sondern auch, wenn Dienstleister, die mit mir zusammenarbeiten, wenn denen was passiert, muss ich das ja auch überlegen. Ja, genau. Ah ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, super. Wow. Also, das Thema ist nach wie vor heiß, höre ich bei dir. Das ist jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, so nach dem Motto, ach, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Aber du sagst, es ist nach wie vor heiß. Kümmert euch. Kümmert euch oder legt einen bestimmten Betrag X zurück. Genau. Richtig. Kann man rechnen, was kostet so ein durchschnittlicher Datenschutzbeauftragter, wie viele Jahre man den frohen Mutes bezahlen könnte. Genau. Und den kann man noch steuerlich abschreiben. Die Strafe kann man nicht abschreiben. Okay, ja. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank. Du hattest letztens noch was erzählt, irgendwie Bayern ist jetzt hauptverantwortlich für irgendwas. Genau. Ja, es gibt immer noch in allen Bundesländern Datenschutzbehörden, aber die machen jetzt nicht mehr jeder ihr eigenes Süppchen, sondern das Landesamt für Datenschutz in Bayern ist die oberste Behörde, also die geben die Vorgaben vor. Mhm. Die sind eigentlich sehr gut, sehr freundlich, geben auch viele Informationen raus, aber die prüfen eben auch ganz genau. Die haben aber auch schon letztes Jahr tolle Unterlagen zum Download gehabt, ne? Genau, und da kann man auch mal gucken auf der Seite, welche Fragen stellen die zum Beispiel einem kleinen Unternehmen, also es ist jetzt nicht speziell auf die Pflege, aber kleine Unternehmen, da haben sie Fragebögen veröffentlicht, okay, die auch tatsächlich auch rausgeschickt worden sind, anhand dem, die dann die Prüfung auch gestalten. Spannend. Also ich habe jetzt so das Gefühl, wir haben eine passende Überleitung. Nämlich alles rund um DSGVO hat ja auch was mit Prozessen zu tun. Das muss ja irgendwo hinterlegt sein. Und es gibt ja nicht nur die DSGVO im ambulanten Pflegedienst, sondern es gibt ja noch viel, viel mehr Prozesse. Und da gibt es etwas zu diesem Thema. Gibt es etwas Neues von dir? Erzähl mal, was es ist, wie du auf die Idee gekommen bist und was ambulante Pflegedienste davon haben. Also, ich habe das natürlich mitbekommen im Rahmen meiner Beratung, dass ganz viele unterschiedliche Anforderungen an Pflegedienste gestellt werden und dass immer wieder der MDK kommt, das Gesundheitsamt kommt, wer auch immer sich da berufen fühlt, die Berufsgenossenschaft und jeder will irgendwas sehen. Mhm. Häufig wollen die gleiche Unterlagen sehen, aber ja, und wenn es dann so ist, meistens kommen sie unangemeldet oder nur mit einer ganz kurzen Vorwarnzeit. So Montagmittag um 2 kommt das Fax, wir kommen morgen früh um 9. Was machen die eigentlich, wenn die keiner mehr ein Faxgerät hat? Dann schicken sie E-Mails oder sie rufen an. Weil Fax ist ja auch mega old, oder? Ja, ich habe gehört oder gelesen, dass eine unserer Parteien das Fax noch abschaffen will. Cool. Ich habe auch gar keins mehr, mich kann keiner mehr prüfen. Auch keins. Aber das ist ja so, das kennt ja jeder, ne? Also das Fax kommt und schon bricht das Chaos aus. Jeder, habe ich jetzt alles, was muss ich noch? Man ist total verunsichert. Wenn dann was ist, wenn eine Prüfung kommt, dann sind die Unterlagen nicht mehr aktuell. Und irgendwie ist es eine ganz unbefriedigende Situation für die Mitarbeiter, aber auch für die Geschäftsleitung und die Pflegedienstleitung. Mhm. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass viele einfach ihre Abläufe noch nicht strukturiert haben. Mhm. Es gibt zwar für alles Verfahrensanweisungen, aber mal zu sehen, welcher Schritt kommt denn nach welchem? In welcher Reihenfolge muss ich Sachen abarbeiten? Das ist häufig noch nicht so
angekommen bei den Und Familien. Zwar nicht nur, wenn der MDK das Fax geschickt hat, sondern generell. Generell, genau, genau. Ja. Wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter einarbeiten möchte, ja, den möchte ich ja gerne erklären, wie funktioniert das, wie arbeiten wir? Und dann wäre es ja schön, ein Bild zu haben und zu sagen, guck dir das einfach an. Ja. Da steht alles drin, da steht auch drin, was du dazu brauchst, welche Formulare du ausfüllen musst. Oder wenn es mal Aufgaben sind, die nicht so häufig gemacht werden, wo ich dann einfach auf kurzem Weg nochmal eben nachgucken kann, wie wollten wir das dann eigentlich machen. Mhm. Und ja, der nächste Punkt ist, wenn ja zum Beispiel Fehler passieren. Die passieren ja immer, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Wenn ich so Prozesse beschrieben habe, aufgemalt habe, mhm, dann kann ich genau gucken, an welcher Stelle ist der Fehler passiert. War das einfach ein Fehler, weil die Mitarbeiter nicht aufgepasst haben? Mhm. Mhm. Oder haben wir das überhaupt nicht beschrieben, konnten die es gar nicht besser wissen? Ja. Und kann dann meine Prozesse nochmal anpassen, damit dieser Fehler nicht mehr wieder passiert. Wow, das ist ein echtes Beispiel dafür, wie man von einem Fehler profitieren kann, oder? Ja, genau. Und das ist ja das Wichtige, ne, dass man aus den Fehlern auch lernt. Dass ja, Fehler passieren, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Aber man muss natürlich wissen, warum passieren die. Ja, und an welcher Stelle hatte der Fehler seinen Ursprung? Genau. Wow, ja, ja. Mhm. Okay, ja, und was? Ja, und dann habe ich einen Kollegen getroffen, der so ein ganz, der so was Ähnliches macht für die Automobilindustrie. Mhm. Dann habe ich erst gedacht, okay, Pflege- und Automobilindustrie ist ja wirklich mega weit auseinander. Aber letztendlich arbeiten die alle, haben alle Prozesse und müssen am Ende ein gutes Ergebnis abliefern. Mhm. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt und es ist jetzt, dann ist ein Tool entstanden, um das Qualitätsmanagement in der Pflege zu digitalisieren. Wow. Und zwar nicht nur das Qualitätsmanagement, sondern alle Sachen, die irgendwie dazugehören. Da passt zum Beispiel die Hygiene mit rein, da passt der Datenschutz wunderbar mit rein, da passt diese ganze Risikoerfassung, die ich benötige im Gesundheitswesen mit rein. Mhm. Und ich habe einfach nur noch eine Sache und da klicke ich drauf und dann habe ich mein ganzes Unternehmen abgebildet. Großartig. Und da kann ich dann immer wieder Veränderungen einpflegen, Neues einpflegen. Genau, also ich kann mein Unternehmen abbilden, so wie wir arbeiten. Also ich muss nichts Vorgefertigtes kaufen, sondern kann sagen, bei uns wird der Prozess so gelebt und wenn es sich dann mal ändert, was ja durchaus möglich ist, kann ich das einfach auch wieder verändern und wieder anpassen. Und das ist dann ein Softwareprogramm? Das ist ein Softwareprogramm, das ich einmal kaufe. Okay, nicht du, aber Pflegedienst. Also, was der Pflegedienst einmal kauft. Okay. Im günstigsten Fall mit einer Beratung, damit es dann auch wirklich so angepasst ist, dass es am Ende des Tages stimmt, dass alle zufrieden sind, dass man gut damit arbeiten kann. Mhm. Dann bekommt man ein Webmodell. Das sieht dann so ähnlich aus wie so eine Internetseite. Okay. Da kann ich, da finde ich alle meine Daten, die ich brauche, alle Dokumente. Mhm. Und was ich ganz gut finde, ist, dass man es auch personalisieren kann. Also man kann das so einrichten, dass die Pflege nur ihre Pflegeprozesse sieht. Mhm. Dass sie sich nicht mit Finanzprozessen beschäftigen müssen, sondern sie sehen, sind eingestellt auf die Pflege und die Pflege sieht halt ihre Aufgaben, ihre Prozesse, ihre Dokumente. Die Verwaltung sieht ihre Dokumente. Okay. Kann natürlich, wenn man es wieder umstellt, auch alle anderen sehen, aber für den täglichen Gebrauch macht es absolut Sinn, nur seine Sachen zu sehen. Und es gibt ja schon viele Dokumente in Papierform. Werden die denn alle gescannt, um die dann da einpflegen zu können? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann die eigenen Dokumente damit verlinken. Ah. Oder man kann auch, ich glaube, das ist der Trend in den nächsten Jahren, fast papierlos arbeiten. Ja. Es gibt zu jedem Prozess eine Karteikarte, wo drin steht, warum man diesen Prozess macht, mit welchem Ziel, wer daran arbeitet, wer Durchführungsverantwortung hat, wer hat die Oberaufsicht. Man kann auch einpflegen Kriterien. Das heißt, man kann sagen, dieser Prozess wird gefordert
vom MDK, der wird gefordert, wenn man vielleicht eine Zertifizierung haben will, von der ISO oder Caritas oder Diakonie, alles das, wer da so Anforderungen stellt. Und man hat eine Revisionierung, das heißt, ich kann immer genau sehen, wann ist der Prozess erstellt worden, von wem und wann ist er verändert worden. Wahnsinn. Ja, und wie weit seid ihr mit eurem Prototyp? Wir sind fast fertig. Ich habe heute mit einer lieben Kundin, die du auch kennst, aus Baden-Württemberg nochmal telefoniert. Und wir starten in 3 Wochen mit der Ist-Aufnahme und gehen das Projekt jetzt ganz gezielt an. Oh, ich freue mich. Das ist spannend. Ja, das ist total spannend. Und eine Frage, die sie hatte, sagt, was ist denn, wenn du jetzt krank wirst? Ja. Also wenn ich krank werde, gibt es immer noch in Zukunft jetzt noch eine Mitarbeiterin bei mir. Ja. Und es gibt diesen Kollegen von mir, der die ursprüngliche Idee hat, der eine etwas größere Unternehmensberatung hat, der sich auch mit IT richtig gut auskennt, der auch solche IT-Geschichten, die für das Projekt notwendig sind, organisiert. Und da sind 30 Mitarbeiter im Hintergrund. Also da passiert überhaupt nichts. Also ich kann sicher sein, auch wenn du mal 6 Monate auf den Malediven Urlaub machst. Was ist Urlaub? Ja. Aber mir fällt dabei ein, du hast gesagt, ich kann das jetzt entweder kaufen, dieses Softwareprogramm, oder... Also du kannst es kaufen, bei mir kaufen, dann ist es am Ende fertig, ne, wenn es über eine Beratung kauft. Mhm. In Zukunft soll es das auch über einen Webshop geben. Mhm. Das heißt, da gibt es aber wirklich nur die nackten Prozesse. Mhm. Und dann muss man die für sich selber anpassen. Okay. Und wenn sich was verändert in diesem Tool? Dann muss man sehen, wie man das am Ende des Tages vertraglich regelt. Ja, natürlich okay. Kann man gerne dann bei mir sagen, wir brauchen einen Qualitätsaudit, mach das mal einmal im Jahr und dann gibt es auch die neuen Prozesse. Und bei den anderen, wenn man es im Webshop kauft, muss man Add-ons wahrscheinlich dazu kaufen. Das heißt, ich kann aber auch sicher sein, dass immer, wenn sich was verändert, wenn ich es jetzt einmal gekauft habe, ich trotzdem so Updates bekomme. Ja, natürlich für einen viel geringeren Preis als jetzt das eigentliche Tool. Okay. Und da ist auch einfach wichtig, es ist fast egal, wie viele Mitarbeiter damit arbeiten. Also man bezahlt es einmal und dann ist gut. Es fallen nicht regelmäßige Lizenzgebühren und sowas an. Wow. Und wenn sich was ändert, gibt es halt eine E-Mail, dann kann man sich im Webshop oder eben über die Beratung diese Veränderung kaufen. Fantastisch. Da wirst du uns bestimmt auch was zum Anschauen zur Verfügung stellen, oder? Das kann ich gerne machen. Und als kleines Leckerchen kann ich ja noch dazu sagen, dass es ja gerade die Digitalisierungsoffensive der Bundesregierung gibt. Ja. Und die fördern die Digitalisierung des QM-Systems mit 40%. Das heißt, man kann einen Teil des Geldes, also man bekommt bis zu 12.000 Euro, auch für diesen Part nutzen. Das heißt, das finde ich auch gut, man kann auch mehrere Projekte damit finanzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch Computer brauche und sage, okay, aber eigentlich will ich auch QM haben, dann kann ich alle Sachen damit finanzieren. Kann ich die alle auf einmal beantragen? Die kannst du alle auf einmal beantragen, okay. Ja. Und die kann man vor Projektbeginn oder im Nachhinein beantragen. Ach super, auch das geht, das gefällt mir. Das geht, ja, genau. Man muss dann, wenn man es im Vorfeld beantragt, natürlich hinter die ganze Abrechnung nochmal hinterher schicken. Okay, ja klar. Ja. Und du stellst unseren Hörern und Hörerinnen eine PDF-Datei zur Verfügung? Das mache ich, genau. Oder vielleicht sogar ein kleines Video. Ja, ich schaue mal. Ich finde das super spannend. Absolut. Ja, und dann lass uns mal durchs Schlüsselloch gucken. Am 8. August bist du Webinar-Expertin zum Thema, der MDK kommt. Genau. Wenn sich jetzt Menschen dafür interessieren, weil die immer wieder hektisch werden, wenn das Fax kommt, wenn die sagen, wow, der MDK kommt, ja, ist aber kein Lieblingsthema für mich. Wie kannst du denen im Webinar, wie kannst du die überzeugen, dass das ein Lieblingsthema wird? Was passiert in deinem Webinar? Worum wird es gehen?
Es wird einmal darum gehen, die Angst vor der MDK-Prüfung zu nehmen, indem wir nochmal ganz klar aufzeigen, was passiert denn überhaupt bei der MDK-Prüfung. Klar, viele sind alte Hasen, die wissen das, aber ich lese auch gerade in deiner Facebook-Gruppe, da kommen immer mal wieder auch neue Pflegedienstleitungen, die da relativ unsicher sind. Ja. Denen werden wir mal erst versuchen, die Angst zu nehmen. Aha. Dann wird es ganz klare Sachen geben, was will der MDK? Mhm. Welche Unterlagen will er? Um das Unternehmen zu überprüfen, was passiert beim Pflegekunden. Und dann ist eben auch wichtig zu wissen, was darf ich denn, wenn der MDK kommt? Darf ich dem auch sagen, ich möchte nicht, dass sie heute kommen? Und das finde ich total spannend und da war ich über das Ergebnis ganz, ganz überrascht. Da gibt es eine ganz taffe Pflegedienstleitung oder Geschäftsführerin, die das wirklich durchgezogen hat und ja, toll. Ja, lerne ich auch immer wieder kennen. Es gibt da wirklich auch Sachen, auch was mit dem Expertenstandard. Muss der so aussehen, wie er aussieht? Ich weiß, dass du die Judith Ebel noch im Gespräch hast zum Expertenstandard, aber da kann man sich trotzdem vorher schon mal überlegen, was ist das Ding überhaupt? Welchen Anspruch hat da der MDK dran? Ja, ich finde es auch total wichtig, sich zu überlegen, für wen arbeite ich eigentlich? Arbeite ich für den MDK? Mache ich meine Prozesse für den MDK? Oder sollen mir die Prozesse helfen, damit es meinen Pflegekunden auch gut geht? Genau. Also das ist ja auch verbunden mit meinem neuen Tool, dass es einfach darum geht, Sicherheit zu haben. Dann kann, die können kommen, ja, sollen sich das angucken, gut ist, aber wir arbeiten mit den Prozessen für uns und für unsere Mitarbeiter. Das ist ganz super. Wichtig. Das Webinar ist natürlich für alle auch sinnvoll, die noch nichts von deinem Tool gehört haben, weil die Frage, der MDK kommt, ist ja für alle. Oder für ganz viele ist das ja ein Thema, ne? Genau. Mhm. Du, ich lese mal ein bisschen aus deiner Beschreibung vor. Ich finde die nämlich richtig gut. Der MDK kommt, diese drei Worte lösen jedes Jahr bei fast allen Pflegediensten eine hektische Betriebsamkeit aus. Haben wir alle Unterlagen? Ist die Doku vollständig? Was ist mit den Expertenstandards, Handzeichenliste? Wieso eigentlich? Dieses Webinar gibt Leitungskräften die notwendigen Informationen, um entspannt in die nächste MDK-Prüfung zu gehen. Ja, also ich freue mich sehr, dass du Webinar-Expertin bist, dass ich dich habe gewinnen können und auch bei dir gibt es einen Bonus, nämlich nach dem Webinar gibt es ausführliche Checklisten und Informationen als PDF-Dokument. Also jeder, der uns jetzt zuhört, der jemanden kennt, der die MDK-Prüfung entspannter begleiten will, durchführen will, dem sagen wir 8. August. Und gesetzt der Fall, du guckst jetzt in deinen Terminkalender und denkst, oh, wie schade, da bin ich im Urlaub. Macht nichts, kauf dir trotzdem ein Ticket, weil sobald du ein Ticket gekauft hast, bekommst du nach dem Webinar den Link zur Aufzeichnung des Webinars und eben das E-Book. Solltest du keinen Urlaub haben und da sein, dann empfehle ich dir allerdings, sei live dabei, weil du hast nämlich die Möglichkeit, der Bettina Schaser deine Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Also für schlappe 29 Euro für die nächsten Jahre entspannt in den MDK-Besuch zu gehen. Ich finde, wir müssen den Preis erhöhen, Bettina. Was meinst du? Ja, wir sehen mal, was noch so kommt. Es gibt noch viel zu erzählen, Bettina. Wir wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aber jetzt auch nicht länger vom Strand oder von ihrer Arbeit abhalten. Ich sage an der Stelle einmal Danke. Wir haben einmal gesagt, okay, DSGVO, da kümmere dich drum oder guck halt nochmal drauf. Da stellt die Bettina einiges zur Verfügung, ihren 10-Punkte-Plan. Danke für das Update, ein Jahr DSGVO. Es gibt ein wunderbares Management-Tool, so nennst du das, ne? Wo man die Abläufe digitalisieren kann. Perfekt passt das in die Zeit, weil im Moment kann man durch die Digitalisierungsoffensive sicher 40% der Investitionskosten zurückholen. Und natürlich besuch die Webinarseite, damit du zu Hause gemütlich an deinem Küchentisch Wissen aufnehmen kannst, die dir das Leben als Führungskraft, Leitungskraft in der ambulanten Pflege leichter machen. Wir freuen uns jedenfalls auf dich. Bettina, ich freue mich auf dich.
Ja, ich mich auch. Bin ganz gespannt, werde auch an deinem ersten Webinar teilnehmen. Ja, freue mich sehr darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich mich auch. Und dann wünsche ich dir jetzt einen weiterhin wunderschönen Tag. Es ist wieder warm. Genau. Aber wir wollten ja Sommer, oder? Ja, wir fahren am Samstag mit dem Floß über die Isar. Wunderbar, das passt doch gut bei 30 Grad. Boah, wie schön ist das denn? Ja. Pack Mückenzeug ein. Ja, und Sonnenschutz. Ja. Und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Paddeln. Passt aber auf euch auf, bitte. Ja, da sind 50 Leute dabei, da wird schon nichts passieren. Ja. Herzlichen Dank. Gerne.